Leute, ich bin ehrlich zu euch. Tu mir so, als wäre ich die ganze Zeit da gewesen, okay? Und damit begrüße ich euch recht herzlich. Nein, Spaß, Leute. Also, kurze Info. Ich bin wieder da. Es werden jetzt wieder in gesunden Abständen hier Videos kommen auf Theo. Es tut mir leid. Ich werde euch auch gleich erklären, warum. Aber natürlich komme ich nicht einfach so wieder auf YouTube hier, auf meinem Nintendo-Kanal. Ich komme wieder mit Mario News. Wenn nicht ich, Leute, wer dann? Deswegen lasst uns gleich zu den News kommen. Aber kurz vorher nochmal. Also, es ist so, es ist schwer, Leute. Also, ihr wisst ja, viele wissen von euch, ich habe noch einen Hauptkanal, wo ich sehr aktiv bin, wo ich 2-3 Mal die Woche auf dem YouTube-Kanal streame, wo Videos kommen wöchentlich, mehrere. Dann habe ich neuerdings auch mit Twitch angefangen, wo ich streame mehrmals die Woche für mehrere Stunden. Dem ihr auch folgen könnt, habe ich mal hier verlinkt in der Videobeschreibung. Und es ist halt so, Nintendo ist nicht gerade gnädig, was Games angeht, 2020 und auch 2019. Ist nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Natürlich haben wir Mario Maker bekommen, was auch cool war, das haben wir auf dem Kanal gespielt, aber irgendwann ist selbst Mario Maker ausgelutscht und auch diese 0815 Mario-Themen, die ich so oft gebracht habe. Ihr wisst es, Leute, ich habe schon so viele Themen recycelt, ich habe Challenges gemacht damals noch und nöcher und deswegen hat mir einfach für die Switch Content gefehlt, was ich hier auf dem Kanal bringen kann. Und dann bin ich gleichzeitig noch in so ein Loch gefallen, wo ich mir gedacht habe, was bringst du jetzt auf dem Kanal? Und dann wollte ich den Kanal auch nicht sterben lassen, weil wir die 100.000 Abos geknackt haben. Und viele von euch werden sich wahrscheinlich wundern, wer der Typ in eurer Abo-Box ist gerade. Aber ich habe mir vorgenommen, hier auf Theo wieder aktiv zu werden. Nicht, dass jetzt jeden Tag ein Video kommt, aber es wird auf jeden Fall jetzt hier einiges auf euch zukommen. Und wie soll das Ganze passieren? Wir kriegen Content. Wir kriegen Content, so wie es aussieht von Nintendo. Und zwar erstklassigen, erste Sahne Mario-Content, liebe Leute. Ich freue mich richtig. Wenn wir Glück haben, wenn die Sterne richtig stehen, kriegen wir sogar ein Mario Sunshine für die Switch. Ja, haltet mich für verrückt. Ich werde es euch gleich erklären. Wir kriegen ein Mario Galaxy, ein Mario 64. Wir kriegen alles auf die Switch geportet, so wie es aussieht. Denn es gehen so viele Gerüchte rum gerade über ein Event, was Nintendo plant. Was dieses Jahr stattfinden soll, da die Super Mario-Marke 35 Jahre alt wird, plant Nintendo eine Jubiläumsversion der 3D-Mario-Teile rauszuhauen. Wie zum Beispiel auch die Super Mario 3D World. DS-Ableger sollen auch mehr oder weniger dann für die Switch rauskommen. Aber auch die Super Mario Galaxy-Teile sowie, und was mich auch besonders gefreut hat, die Paper Mario-Teile. All das in einer riesigen 3D-Mario-Jubiläums-Collectors-Edition, wie man es auch mal nennen will, für die Nintendo Switch. Und das ist meiner Meinung nach der richtige Punkt. Wir kriegen kein Mario Odyssey 2, wir kriegen kein Mario Sunshine 2. Aber dann, Leute, dann will ich wenigstens die alten Teile alle geportet für die Switch haben, die guten 3D-Mario-Teile. Und es sieht gerade so aus, dass wir das bekommen. Es ist gerade ganz frisches News-Eisen im Ofen. Und ich habe euch das Ganze mal verlinkt in der Videobeschreibung, die Quelle. Und die Quelle ist diesmal zuverlässig. Ich weiß, ich habe hier schon viele News zu irgendwelchen Fake-Leaks gemacht, die aber auch immer kritisch beäugt, aber da kann ich wirklich sagen, es ist sehr, sehr realistisch und wahrscheinlich, dass diese Quelle stimmt. Und ich denke, wir werden auch nicht so lange auf die Folter gespannt, was Nintendo angeht. Außerdem ist zurzeit ja so ein Lego Mario Set rausgekommen, wo es, wie es aussieht, auch jetzt alles um das 35-jährige Jubiläum um Mario geht. Ich wollte mich mal wieder hier auf YouTube zeigen für euch, dass ihr wisst, ich lebe noch und es geht weiter und es kommt Content und ich freue mich, liebe Leute. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag. Folgt mir auf Twitch. Ich bin raus. Ciao und tschüss. Euer Theo.